Moin Moin und willkommen zurück zu Terminator Resistance. Und ja, die Save Points sind ja nicht so gut quasi. Ich hatte hier keinen Computer in der Nähe, also habe ich das letztes Mal abgebrochen, beendet. Und ja, ging natürlich das, was wir kurz noch danach erspielt haben, nachdem wir hier aufgestanden sind, flöten. Ich habe dann wieder Sachen verkauft und mit ihm schon mal geredet. Und ich habe nochmal, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, Fertigkeitspunkt hatten wir letztes Mal auch auf Schlösser knacken 2 gemacht. Und ja, diesmal habe ich alle Gegenstände verbaut. 2 Täuschkörper, nur ein bisschen Schrotmunition, Medikits, dass wir hier noch ein paar Slots frei haben. Ich glaube, das werde ich jetzt häufiger machen. Waren wir hier auch drin letztes Mal? Glaube nicht, oder? Ah, fick dich. Ah, gut. Nee, hier waren wir eindeutig nicht drin. Heavy Fire, kann ich das spielen? Nee, das war ein Stoff, schade. Heavy Fire? Afghanistan? Jo, der ist beim... Achso, ich dachte, das wären... Wenn da jetzt Stoff liegen würde oder sowas... Naja. Wir sprechen uns noch. Ich weiß, dass ich versprochen hatte, wach zu bleiben. Ich werde aber müde. Weck mich, wenn du vom Krankenhaus zurück bist. Ich werde nur kurz die Augen zumachen. Okay, danach hat er sie wahrscheinlich nie wieder geöffnet. Oder sie. Oder es. Wer weiß. Wer weiß, was es war. Vielleicht war es ja auch kein Mensch. Sondern ein Alien. Und dass die Knochen hier so halten. Dass sie nicht zusammengebröselt sind. Das ist ja... Das ist ja... Also... Der Knochen liegt ja auf dem Becken so ein bisschen. Und quasi auf den anderen Knochen. Dass das hält. Das ist ja... Das ist ja ein Wunder. Und dann haben wir wieder Schrott. Und es gibt Medikits 2. Scheiße. Oh, jetzt ist unser... Wir hatten so viel Platz hier drin. Wir hatten so viel Platz. Naja. Oh, mit dir können wir auch sprechen. Patrick. Achso. Hätte jetzt noch sein können, dass irgendeine Info kommt. Terminieren oder so. Jacob, thank you for finding him for me. I promise I'll take good care of him. Now, what should I call him? Wolfi. Max? Wolfi? Ach komm, maybe Wolfi? I don't know about that. Davon weiß ja nichts. Oh, hätte ich einen anderen Namen sagen sollen. Pech. Hier drin waren ja auch noch ein paar Leute. Mit denen hatten wir letztes Mal auch nicht geredet. Das würde ich auch nochmal gerne machen. Mal hier drin. Oh, da liegt noch was. Das gute Altmetall. Hi. Morning. Patrick came to me earlier, asking if I thought you'd like his present.
When I saw that it was a single bullet, I wasn't sure if he was being helpful or if it was a warning. I figured he didn't appreciate you looking at his sister like that. Tja, ist mir doch egal, was er mit seiner Schwester denkt. Ach, wollen wir ihre Geschichte auch hören? Möchtest du dich dem Widerstand anschließen? Nein, was denkst du über Collins Tod? How do you feel about Collins death? What do you want me to tell you? That I feel guilty? That I care? Ja. Right now I'm a little more concerned with the living than the dead. Wie geht es Mark? How's Mark doing? Not great. We barely have any medicine left. But hopefully Jennifer will bring back some antibiotics from that hospital. Tja. Erst fragen wir ihre Geschichte, dann fragen wir, möchtest du dich zum Widerstand anschließen? Do you need help with anything? No, I'm fine. I had to learn to do things by myself for quite a while, sweetie. Now, tell me, what did you really want to ask me? Wie wurdest du Ärztin? How did you become a doctor? Like anyone else before the war. I studied. Not that it matters, but I'm not technically a doctor. Judgment Day got in the way of graduation. But not only did my medical training save other people's lives, it even saved mine. I was spared when a bunch of us got captured by the machines. Maybe they thought it would be worth having a doctor in there. I don't know. Mm-hmm. Was geschieht in diesen Lagern? What happens at those camps? People get tortured, experimented on, cut to pieces. I couldn't watch at first, but I soon realized that I had to do what no one else could. I had to bear witness to the atrocities. You're actually the first person that wasn't afraid to ask. They're all scared of me, like I'm carrying some sort of disease. But they're still coming to me for medicine. Ironic, isn't it? Mhm. Ja, den Rest heben wir uns erstmal fürs nächste Mal auf, oder? Ach, wir fragen sie. Möchtest Do you think you could help more people by joining the resistance? Honey, maybe ask me that question when you finally find them. Because for now, I don't think they even exist. Ach komm, erzähl uns deine Geschichte weiter. What do you want to know? Wie haben die Maschinen mit dir kommuniziert? How did the machines communicate with you? There was this one machine, we called it Nurse Ratchet. It was designed to look almost friendly. It wore an awful, smiling, rubber human face. At the end of every week, it took the weakest of us for experimentation. My cellmate, Karen, was pregnant. I knew that was a one-way ticket to the grinder, so I had to plan an escape. Ja, es ist cool, dass sie auch nochmal diese Gummigesichter erwähnen, bevor sie quasi, wie man es kennt von Arnie, so richtige Fleischhaut hatten oder irgendwas anderes. Ja, hatten sie vorher Plastikgesichter, so aus Gummi, und das hat man wohl, oder die Widerstandsleute haben das wohl immer schnell erkannt. Darum musste Skynet das auch noch die Haut verbessern, quasi. Aber das war's nur mal so am Rande. Did Skynet ever notice she was pregnant? Well, we tried to keep it a secret, but when she started showing, they informed me that after the birth, I would have to kill the baby. Otherwise, they would execute the whole cage. The baby came early, and Karen died giving birth. She didn't even get to see her child. I had to take action. Me and one other prisoner took the child, and we got to the disposal room, where we covered ourselves with dead bodies. Then we just lay there, waiting for them to throw us out. And they did. They dumped us outside the camp, ready for the grinder. Did they go after you? We heard an alarm, but we were already far away. They hunted us at first, but they had more important things to do than running after two nobodies with a baby. We ran to protect her. But deep down, we were preparing for the worst.
Anyway, you're healthy, right? And your bones don't look broken, so stop bothering me. Gut, dann. Die hat auch noch anderes Material gehabt. Oh, das kann man mit der auch quatschen. Hi, Laura. Hey, you're off again? Du hast Dreck im Gesicht. I'm gonna stay here and help Aaron. Cool, wie sie hilft. Sie sitzt einfach da. Da wir noch ein bisschen Schrott haben, ich versuche den jetzt immer wegzubauen. Damit wir Platz für was anderes haben. Vielleicht finden wir neue Waffen oder so. Naja, 4 Slots. So, jetzt aber. Begib dich zum Kliniksektor. Hopp, 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 hopp. Jetzt haben wir hier 10 Minuten gelabert, ey. Jetzt. Weiter hier. Ja, Versteck verlassen. Wir wollen Action. Erstmal will ich einen Schluck Kaffee. Kurzen Moment, bitte. Commander Baron gab den Befehl, eine Skynet-Forschungseinrichtung in der alten Uniklinik anzugreifen. Falls es ihnen gelang, das Krankenhaus zu befreien, dann sind ihre Soldaten vielleicht noch dort. Das ist aber ein Falls mit vielen Fragezeichen. Ach. Wir sind ein Mann. Ein Mann-Killertrupp. Waren sie alle fällig. Aha, sowas liebe ich. Gleich Augen auf am Anfang des Levels. Sprengstoff. Ich glaube, ich muss demnächst meinen Rucksack aufrüsten. Da habe ich eigentlich keinen Bock, weil man könnte ja auch die Punkte woanders reinpacken, aber... Naja. So, hier geht's nicht weiter. Ist das Jennifer? Don't sneak up on me like that. Ja, hi Jennifer. It's bad enough with those creepy noises. What noises? Every once in a while, there's this unbearable scream coming from that hospital. We need to see what's going on. Let's move. Oh, bin mal gespannt, was da im Krankenhaus ist. Kind of my thing. Voila. Silverfish got him. Every scavenger's nightmare. Ooh, look, this poor guy is still holding a sound decoy. Sound decoy? You resistance guys just shoot at everything that moves, don't you? Silverfish are sensitive to noise. So before it pops up from the ground and starts chasing, you throw a sound decoy. It'll draw any nearby silverfish away. I guess you can take it. He won't be needing it anyway. Hear that? That's the sound I was talking about. I don't think you should go any further. And what about you? I have to go. That could be the resistance. Genau. I understand. Geh wieder nach Hause, Jennifer. I feel stupid asking you this, but Aaron wanted me to find some antibiotics for Mark. I know I'm not making it easy on you, but if you're in there and you find some, we would really appreciate it. I'll see what I can do. And remember that your gun won't do you any good against Terminators. So when you see one, do what I do. Sneak past them. I'll be waiting for you at the hideout. Take care. Tja, mit Schlafen, schlafen sei schon. Mit Schleichen haben wir es nicht bisher gehabt. Bisher war es ja Suchen und Zerstören. I see you're back on your feet. You! I left you a hacking device. It's in the basement of a building off the main street. Will help you get inside that hospital.
Right now, you need to start answering some questions. There will be a time for that, but right now, you need to help the people inside. As for Colin, there was nothing I could have done. It was either him or you. And it couldn't have been you. Hello? Das ist doch nett von Ihnen, wenn uns ein Hacking-Gerät zurücklässt, weil wir können überhaupt noch nicht hacken. Ah, scheiße, das waren Dietrich weniger. Jo, bisschen Krimskram. Und jetzt bestimmt unser Inventar voll? Nee. Die Kisten ist nichts. Hätte sein können. Und ja. Silberfisch? Was ist denn ein Silberfisch? Ah. Wir hatten uns doch was zurückgelassen. Wertvolle Handelswaren oder Ressourcen. Ich glaube, ich hatte vorhin gelesen, dass wenn man bei Sprengstoff quasi was, Oh, das läuft. Ich dachte erst, das wäre eine Mine. Es ist auch so eine Art Mine, bloß dass hier noch einfach einen zukommt. Was für ein Scheißvieh. Scheiße. Fuck you. Die Schüsse müssen schon sitzen. Nicht gelootet. Ach, egal, wunderbar. So, wir müssen nach links. Ach so, da müssen wir eigentlich hin. Was gibt's denn da hinten noch? Alles Nebenziele. Scheiße, gleich zwei. Oh, hat mich schon wieder erwischt. Jetzt wisst ihr, warum es so viele Medipacks gibt. Oh, der hat nichts. Ah, hör auf zu schreien, Mensch. Immer fleißig umgucken. Ich würde schon sagen, hier ist nichts. Na,
Ah, wieder so ein bisschen Handelsressourcen. Okay. Diese Mistviecher. Und jetzt dürfen wir es von vorne spielen? Ich kotze. I see you're back on your feet. You! I left you a hacking device. Müssen wir jetzt auch alles wieder einsammeln, oder? Ja. Scheiße. Right now you need to start. Das ist ärgerlich. Answering some questions. Alles nur, weil ich geizig bin und da nicht mit einem 16 drauf schießen will. Hello? Das ärgert mich gerade so ein bisschen. Man muss es irgendwie einmal treffen, damit es halt, wenn ich es gerade richtig sehe, ich habe zweimal getroffen. Einmal so, danach, nach dem Treffer hat es sich quasi rot leuchtend gedreht und danach ist es ja hochexplosiv und dann kann man es ja vielleicht einfacher töten. Konzentrierte Schüsse, aber da hat sich wieder Luft aufgelöst hier irgendwie. Arschloch. Fuck you. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt heilen wir uns nochmal hoch. Und... Scheiße. Hol die M16 raus. Lass mich doch mal. Wo ist der zweite? Müssen wir halt mehr damit arbeiten. Schnauze, hab keine Zeit für dich. So, wenn da nichts hilft, gibt's einfach nur rohe Waffengewalt. Punkt. Mal kurz die Läden an. Ärgerlich, aber wie es scheint, haben wir Erfahrungspunkte mehr bekommen als vorher. Weil wir hatten ja vorher keinen Aufstieg. Das wäre ja cool, dass man halt wenigstens die Erfahrung behält, wenn man schon alles hier doppelt sammeln muss. Und... War das jetzt bei Sprengstoff, oder?
6 Sekunden lang feindliche Laserpfeilen entschärfen. Rucksack wäre eigentlich auch toll. Fügt eine weitere Reihe hinzu, aber Ecken können wir nicht, sind wir zu doof für. Oder wir müssen erst was zum Herstellen. Was gibt's denn? Wann können wir denn hacken hier, verdammte Axt? Vielleicht müssen wir noch herstellen, Level 2 haben, damit wir was lernen können. Keine Ahnung. Ich aktiviere das jetzt mal. Also ich will jetzt auch nicht versuchen, die vielleicht jetzt mal zu entschärfen. Ich weiß jetzt nicht, was da halt die Laserfallen sind. Keine Ahnung. Vielleicht kommen die auch noch. So. Auf jeden Fall Autos sind eine gute Idee gegen diese verfickten Silberfische. Was ist das denn da hinten? Panzerte Spinne, okay. Zerstöre Mauern mit Sprengstoff. Scheiße. Verdammte Scheiße, wo zum Geier sind denn alle hergekommen? Wenn ich Frank nicht etwas Adrenalin beschaffen kann, wird er die Nacht nicht überleben. Aber wir sind so viele. Was zum Henker soll ich jetzt tun? Alles wäre viel einfacher, wenn ich wenigstens ein Schrotgewehr hätte. Okay, hinter der Wand ist ein Schrotgewehr. Ich glaube, diesmal könnte es wirklich so sein, dass wir nicht dort anders hinkommen. Silberfische gibt es hier nicht, das ist schon mal gut. Es scheint wirklich so zu sein, dass wir ausnahmsweise mal die Wand sprengen müssen. Oh, Medipacks. Aber der Stufe 1. Ich hätte jetzt gedacht, dass er jetzt hier die Schrotflinte erwähnt, dass man hier eine Schrotflinte findet, aber habe mich wohl getäuscht. Haben wir eine. Hol mir wäre so eine A12 mit Trommelmagazin sehr lieb. Ich glaube, da sind 12 Schuss drin. Ist natürlich besser als diese Remington. Bloß die passt halt natürlich zum Setting. So, ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt dann nicht außen rum. Wir gehen jetzt da mal zum Hauptziel. Wahrscheinlich schicken die uns eh nochmal alle außen rum. Ah ja, geil. Das hat man ja auch schon ewig nicht mehr gesehen. Telefonzellen. Steht da was drauf? Ich kann es nicht lesen. Wo ist der Münzeinwurf? Achso, damals auch schon mit Karte. Münzeinwurf gibt es ja gar nicht. Mhm. Okay, hier geht's ganz klar runter. Teil, Werkbank. Hackergerät, Täuschkörper. Hackergerät gefunden. Du kannst nun Skynet-Terminals und Türme hacken. This is it. Ist das zeitgleich jetzt eine Fähigkeit, die wir hier haben? Oder können wir es jetzt erst lernen? Wissenschaft. Ja, jetzt können wir erst Hacken 1 lernen. Okay. Muss man ja erstmal wissen, ne? Bohrbombe. Wir müssen Metall verschwenden. 20. Zeitlupen. Stimulanz, cool. Hm. Ach, ich lasse es noch, solange wir keinen Platz brauchen.
schön viel Handelsressourcen. Gut, wir müssen eindeutig weiter. Wir waren jetzt nur hier wegen dem Hacker-Tool. Hacker, Hacker, Hacker. Und wir müssen jetzt da lang, wo auch der ganze Scheiß ist. Nur weil du schreist, heißt es nicht, dass ich gleich eher komme. Ja? Heidi ho! Mist, zack. Ah, der ist so träge, der Typ da hinten, ne? Dass man nicht so um die Ecken gucken kann. Aber man sieht ja oben in der Karte, dass er gerade zu uns guckt. Okay, er schießt gerade nach. Jetzt von der anderen Seite. Ah. Ist er, sieht er nicht ein bisschen mehr gepanzert aus als die vorigen Spinnen? Kann das sein? Ich finde schon. Jetzt schmeißt er. Ah, er hat daneben geschmissen. Naja, besser gesagt, ich habe daneben geschmissen. Ich glaube schon, dass er jetzt mehr gepanzert ist als vorher. Aber jetzt haben wir natürlich viel Munition verschwendet. Also ich kann mir nicht helfen. Ich fand, der war besser gepanzert. Der hat doch mehr Munition gefressen als früher, als vorher. Aber es ist ja klar, dass die Gegner auch irgendwann so nach und nach stärker werden. Wir werden ja quasi noch ins Spiel eingeführt. Ach du Scheiße, Silberfisch. Hinter mir oder vor mir? Ach du Scheiße. Attacke! Ich komme ja nicht hoch, Scheiße. Ich bin auf irgendein Auto, verdammt. So. Aber nicht erwischt. Arschkrampen. Jetzt habe ich so viel mit meiner M16 rumgeballert. Schade, die kaputten sieht man auch nicht. Wollte ich jetzt gar nicht machen. Ich wollte eigentlich auch mich ducken, aber jetzt wissen wir, dass da ein Geschütz ist. Und wie soll ich mich da reinhacken? I wonder if I could control those turrets with the hacking device. Aber wie? Wie hacke ich da rein? Wie kann ich mich da hacken? Ah, hier ist ein Auto dazwischen, Gott sei Dank.
Okay, okay, okay. Sehr einfach. Was muss ich da machen? Um Skynet-Geräte zu hacken, musst du das Symbol auf der rechten Seite, rechten Bildschirmhälfte bewegen, wobei die Firewalls ausweichen. Ach so, das gab es auch schon mal hier über irgendwelchen Computerspielen. War tot. Okay, war jetzt Glück. Gut, das ist ein Freund, ja? Whee! Okay. Bis Skynet ihn zurückhackt. Ist doch ein Krankenwagen. Können wir da... So, wir brauchen Antibiotika, alles was ihr habt. Aaron will appreciate that. Ah, Medikamente für Aaron haben wir schon. So. War schon mal ein voller Erfolg. Ich würde mich ja totlachen, wenn wir ihnen jetzt mit den Antibiotika helfen und danach werden wir angegriffen und er wird dann eliminiert von den Terminator. Okay. Ach du Jemine. Haben wir das Hacken gelernt, das müssen wir das gleich zweimal machen. Ne? Scheiße, scheiße, scheiße. Wieso sehen die mich? Ich bin ganz klein, ich bin wie ein Kaninchen. Du kannst mich gar nicht sehen. Du kannst mich gar nicht sehen. Ich bin quasi unsichtbar. Oh, er sieht mich. Guckt er nochmal in Richtung? Nein. Ich bin unsichtbar. Du kannst mich gar nicht sehen. Ich gehöre zu Skynet. Oh, jetzt wird es schon schwieriger. Fuck you. So, beschießen sich die Türme auch gegenseitig. Das wäre natürlich schön. Schieß zurück, du Idiot! Wer gewinnt wohl? Unser Plasmaturm hat gewonnen! Einmal Hacken gespart. Können wir den looten? Plasmaturm, Suche. Ja, vielen Dank, Kumpel. Der freundliche Plasmaturm von nebenan. Ah ja, ich muss aufpassen wegen fucking Silberfischen. So, Plasmaturm. Plasmaturm und Spinne. Kommen wir vielleicht zum linken Plasmaturm? Das wäre doch super, oder? Ja, das sieht so auch aus. Das heißt, die Spinne müsste weiter weggehen und dann können wir zum linken Plasmaturm. Und dann kann vielleicht unser Plasmaturm entweder den feindlichen Plasmaturm ausschalten oder die feindliche Spinne. Okay. Hey, ich muss schnell hacken. Dann wieder in Deckung gehen. Gut, dass die Zeit pausiert im Spiel. So, jetzt verpissen wir uns hier ein bisschen. So, ich schalte mal auf die Livecam. Wer gewinnt? Unser Plasmaturm oder? Oh. Der feindliche Plasmaturm ist kaputt. Aber die Spinne kämpft noch gegen unser Plasmaturm und die Spinne hat verloren. Also irgendwie sind die gehackten Plasma-Türme effektiver als die von Skynet.
freuen sich wahrscheinlich. Hey, wir sind frei, wir können selbst entscheiden, wie wir erschießen. Und dann könnten sie uns auch erschießen, das wäre doof. Ja. Schade ist nur, dass halt der Turm, der noch heil ist, dass wir den nicht looten können. Aber man könnte ihn jetzt quasi erschießen oder kaputt machen. Oh. Was ist das? Achso. Ich war mir gerade nicht sicher, was das sein soll. Oh. Hier gibt es Gruppenkuscheln. Nur weil du schreist, heißt das nicht, dass ich da gleich hinkomme. Erstmal gucken wir hier mal rein. Na? War schon mal ein Medipick mehr. Ich hatte nämlich Angst, dass die Tür zugeht, aber die Angst war wohl unbegründet. Liebe Maria, das könnte mein letzter Brief an dich sein. Die Maschinen haben bis zuletzt versucht, uns am Leben zu erhalten. Sie haben uns wie Versuchsobjekte behandelt. Wir waren wertvoll für sie. Zuletzt haben sie aber ganze Käfige ausgelöscht. Ich weiß zwar nicht warum, doch es scheint, als hätten wir keinen Nutzen mehr für sie. Als ob sie gefunden hätten, wonach sie gesucht haben. Und jetzt, sie kommen. Mann, oh Mann, dass sie noch Zeit hatte, einen Brief zu schreiben. Na gut, heutzutage hätte man wahrscheinlich mit den ankommenden Feinden noch ein Selfie gemacht. Bevor man erschossen wird. Hey, warte, Terminator, warte mal. Klick, jetzt kannst du mich erschießen. So. Räume, die offen sind, sind meistens gelootet. Okay. Dass es immer so große Durchgänge gibt. In Deutschland hätte man ein Problem. Ah. Tja, viel Spaß. He's from the Resistance. The others have to be here too. Ich habe keinen Bock, gegen den zu kämpfen. Nicht ohne Plasmagewehr. Wo ist mein fucking Plasmagewehr? Ich finde es wirklich cool, dass sie die Sounds von früher eingebaut haben, aus einem älteren Film. Fuck. Ich wollte gerade noch gucken. Scheiße, da kommt. Jetzt bin ich froh, dass ich diese Ansicht habe. T-800. Hinter uns? Nein. Ich weiß nicht, ob das Spiel stoppt, wenn wir hier quasi was machen. Scheiße, scheiße, scheiße. Wo ist er?
Okay, er kommt jetzt erst zurück. Das heißt, wir können jetzt abhauen. Ah, hehehe. Ja. Jetzt ist echt so der Moment, wo man diese Scheiße häufiger benutzen sollte. Also ich glaube, das Level ist jetzt echt dafür ausgelegt, fast nur mit dieser Ansicht zu arbeiten. Oh, Hammer muss ich den Dietrich benutzen. Fuck you! Schnell rein, mach die Tür zu. Ich habe keine Zeit für Prognosen. Depression, Beklemmung, Neigung zur Gewalt, Verfolgungswahn, Diagnose, akute, was, Schizoaffekte, Erkrankung, keine Ahnung. Dr. Silberman. Dr. Silberman? War das nicht der aus dem Film? Die Wahnarchitektur ist ziemlich einzigartig. Sie zeigt jedoch Zeichen des Rückgangs. Ich möchte sehr gerne wissen, wie der Patient reagieren wird, wenn man am Morgen des vermeintlichen Ende der Welt, dessen Szenario sich der Patient vorgestellt hat, gar nichts geschieht. Dies ist ein signifikantes Ereignis in der kognitiven Historie des Patienten und der Patient ist in diesem Zeitraum besonders zu pflegen. Es besteht die hohe Wahrscheinlichkeit des Rückzugs aus der Wahnvorstellung, was ich als Verbesserung erachte, da die Neigung zu Gewalt in letzter Zeit stark zugenommen hat. Tja, da hat der Silberman sich wahrscheinlich geirrt. Der Patient hatte recht. So. Das ist ein ganzer Sack von denen hier. Bleib jetzt in der Ansicht. Einsichtige Gegenstände nicht so gut, die ich einsammeln kann. Da haben wir nämlich gerade wieder einen. Gibt's noch irgendwas Tolles? Na, kommt zurück. Schnell rein. Mal ganz kurz, nochmal zu. Oder wie kann ich jetzt. Ah, Täuschkörper. Gut. Wollte ich jetzt auswählen. Als wir nicht dran vorbeikommen an einen. Puh. Hi. Ihr habt echt die Arschkarte. Private Jacob Rivers, Pacific Division. Pacific? What the hell happened up there? The whole division went silent. It was wiped out. I'm the only one who survived and I need to meet with Commander Baron. All right, I'll make sure you get to do that. But first, get us out of here. Follow that staircase. It'll lead you to the main generator. Overload it and turn off the laser grid. Understood. And Rivers, destroying that generator will make a lot of noise. So in case we get separated, where are you stationed? Just south from here. Okay, we'll find you. Direkt südlich von hier. Ja, das finde ich sofort. Now go and watch out for those metals. Bin mal gespannt. Eins.
2, 3, 4. 4 Leute haben es überlebt. Mal gucken, wie viele zu Hause ankommen. Wahrscheinlich nur einer, wenn überhaupt. Ohne Lärm, ja? Das soll ich machen. Ohne Lärm. Das wird ja nicht klappen, das war jetzt schon. Warum geht der immer so langsam mit dieser Ansicht? Das ist ja voll nervig. Wahrscheinlich, damit man nicht dauerhaft in dieser Ansicht bleibt, ja? Oh, Plasmagewehr, Plasmagewehr, Plasmagewehr. Bitte, 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 Plasmagewehr. Es wird ein Plasmagewehr. Das wird ein Plasmagewehr. Bitte, bitte, bitte. Ach, fick dich. Zu früh gefreut. Uiuiuiui. Fuck you. Geschütztürme sind unser Freund. Ich soll zwar keinen Krach machen, aber wenn wir die Möglichkeit haben, einen T-800 zu zerstören, sollten wir das auch machen. Also ich finde, jetzt macht diese Ansicht auch richtig Sinn erst. Die Feuer brauchten wir sie so gar nicht mit den Silberfischen. Fing es so langsam an, dass wir sie gebrauchen können, obwohl die auch richtig fies sind eigentlich. Scheiße, kommt auf mich noch zu. Scheiße. Dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Yes. Okay, Nummer 1 haben wir. Kommen wir jetzt an dem vorbei. Vielleicht wird er jetzt schon ausgelöscht, wer weiß. Oder er löscht unseren Turm aus. T-800 gegen unser Turm. What? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der Plasmaturm quasi den Teil 800 besiegt. Nie im Leben. Kann ich ein Plasmagewehr haben? Oh. Ja! Plasmagewehr! Yes! Was schmeiß ich dafür weg? Die Uzi. Wer braucht denn eine Uzi? Scheiße, ich habe keine... Ah, fuck, ich brauche eine Werkbank. Wir müssen irgendwas loswerden. Ich möchte jetzt aber nichts einfach sinnlos wegschmeißen. Und jetzt auch. Der soll auch noch zu uns gehören. Zum Widerstand. Ist unser Freund. Und ein neuer Freund. Mensch, so viele neue Freunde habe ich schon ewig nicht mehr gefunden. In diesem Spiel hier. Ah, das ist bestimmt nur so ein Schleichweg, wo man dran vorbeischleichen kann. Ich habe noch gehofft, dass wir hier vielleicht irgendwas Tolles finden.
eine Werkbank zum Beispiel. Ja, wenn wir wahrscheinlich den Strom überlasten, funktionieren auch unsere Türmchen nicht mehr. Dann gehörten sie mal zum Widerstand. Aber den zerstören. Ich kann ihn auch einfach zerstören, oder soll ich den hacken? Mensch, das neu gelernte Wissen gleich mehrfach angewendet. Ah, fuck. Terminal offline. Oh, nicht gut. Ah! Gibt's hier Loot? Nein. Aber die Musik klingt nicht gut. Uhuhuhu, in Deckung gehen! Wie viele kommen denn jetzt? Mehrere. Los, Plasma-Turm! Yeah! Der Plasma-Turm hat ihn gefickt. Haben wir noch einen hier? Nein. Es leben die Plasma-Türme! Ich kann leider nur einen einsetzen. Ich habe keinen Platz mehr. Aber wir haben ein Plasma-Gewehr, das reicht ja erstmal. Noch einer? Kommt noch einer? Hat sie auch eins erlegt? Nee. Waren doch nur zwei. Ich fühle mich gerade hier extrem sicher. Oh, da ist eine Truhe, die ich übersehen habe. Schande über mein Haupt. Fuck you. Ah, wir haben gerade irgendwas mit Hacker freigeschaltet. Wir sind die übelsten Hacker-Motherfucker. Hier raus. Are you there? I'm on my way out. Good job. I can see the soldiers leaving. But don't think it's done. Skynet's sending reinforcements. Ah, hier waren wir. Also hätte man das auch noch sehen können. Sind das Drohnen oder? Etwas Größeres. Man ist immer noch geschützt. Scheiße. Scheiße. Ich gehe zurück. Ich gehe zurück. Da sind ja nicht zwei, da sind ja ein Haufen. Scheiße. Der Krankenwagen schützt mich. Kommen die auch hier runter? Oh ja. Ein Geschützturm, ne? Du musst das reißen. Und Feuer, Geschützturm. Feuer, Feuer. Eliminier sie. Sechs Stück. Du bist mein Lieblingsgeschützturm. Ah, sie kommen auch einzeln, die Schweine. Also eigentlich gut für unser Geschützturm. Alter, er scheint sie alle zu ballern. Das ist Hammer. 92%. Geht einfach wieder. Ich werde beschossen. Ich will nicht terminiert werden. Ich gehe nach Hause, Schnauze voll. So ein Problem für uns, wir müssen an dem vorbei. Kann ich ihn jetzt zurücklocken?
Ja. Okay. Hat er uns jetzt gesehen? Ja. Er hat uns gesehen. Ja, komm her, du kleines Arschloch. Oh, ich habe einen Täuschkörper. Warte mal. Reagier auf den Täuschkörper. Warum verreckt er nicht? Kommt noch mehr? Nee, ne? Die ganze Patrouille haben wir niedergeballert. Also ich nicht, aber unser guter Freund. Wo sind die restlichen Leichen? Die verschwinden oder was? Das ist ja kacke. Ich weiß nicht, kommen noch mehr? Ich fühle mich hier gerade extrem unsicher. Oh, der brennt auch schon. Der macht nicht mehr lang. Ah, die Leichen scheinen zu verschwinden. Einer flitzt da noch rum, ne? Scheiße. Kommen wir dran vorbei? Sind hier überall welche. Oh nein, du siehst mich nicht. Ah, vor uns sind welche. Scheiße. Ey, komm bitte nicht an mir vorbei. Also nicht links rum. Oh, ich dachte, er geht noch einen Schritt hier weiter, ey. Dann wären wir Gulasch gewesen. Scheiße. Bisschen schnell weiter. Bitte, bitte seh mich nicht. Ah, hier ist so ein Transporter von diesen Arschgeigen. Cool. Jetzt weg hier. Hier ist noch so eins von den Dingern. Scheiße, ist hier vorne einer? Werden die gesteuert? Wo ist da die Technik? Oh, der ist zu. Zu ist nicht gut. Hey, wo muss ich denn hin? Ich bin doch quasi entkommen. Alright, it's clear. Now all you have to do is wait for Commander Baer to find you. Don't worry, it won't take long. She's not the waiting type. Wie aus dem Sektor, ja, das versuche ich doch schon. Sind hier wieder Silberfische? Nein. Also wir müssen eindeutig hacken lernen, also. Da müssen wir uns noch verbessern. Aber wir haben so schon echt viele Terminatoren erledigt. T-800, wer hat da Angst vor? Pff, wir doch nicht. Meine Suche ist endlich vorbei. Die Soldaten, die ich aus der alten Uniklinik gerettet habe, werden Commander Baron mitteilen, dass ich sie treffen muss. Jetzt muss ich nur noch abwarten. Ach, die sind gar nicht zu unserem Versteck gegangen, ja? Gut, bevor wir jetzt hier irgendwie was verteilen oder mit Jennifer sprechen, würde ich sagen, machen wir einen Break. Die Folge geht extrem zu lange. Über eine Stunde, es tut mir leid. Teilt euch das ein, das Video. ja, ich wollte jetzt nicht einfach zwischendurch
Da ja die Save Points auch nicht so gut sind, würde ich eher sagen, dass ich, wenn ich einen Break mache, wenn die Mission zu Ende ist oder wenn wir so einen Save Point gefunden haben. Weil wenn ich zwischendurch aufhören sollte, dann ja, geht auch der Spielstand verloren. Das ist irgendwie unschön. Naja, ich will nicht so lange quatschen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ihr gerne einen Like oder einen Kommentar. Am besten wäre noch ein Abo. Und ja, dann noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.